Der Geiseltöter. Ich brauche nur ein Nahkampfskill nicht. Wir sind jetzt in Deutschland, tut mir leid. Ich brauche noch Schrot, Nahkampf und Geräte. Ja, wie gesagt, obergefreiter Focke Geiseltöter. Da war nur zweimal. Nee, dreimal, das jedes Mal. Zweimal war er nicht ganz tot, ja. Ja, aber wir haben von. Ja, schon. Wir haben alle gewonnen. Bitte mal ganz ruhig. Wirklich? Ja. Ganz sicher, ja. Das hat man schon. Warum bin ich dann erst Gold 3? Weiß ich nicht. Warum lade ich wieder am längsten? Das Match, wo ich die Geisel direkt weggeschossen habe, haben wir 4-1 gewonnen. Hm. Richtig geil, Alter. Ich hab mich irgendwie bei der Bennett ist dahin gerannt und dann kam die, da einer. Focke stand nämlich irgendwie 3-0 oder so und hätten nach der Runde gewonnen gehabt, hätte es nicht Geisel geknallt, war es nicht so? Ja. Ah. Tut mir leid. Entschuldigung, ich bin schuld. Boah, ist mir egal. Ist mir egal. Das ist mir egal. Nee. Müssten die Kugeln nicht von der Wand abfallen? Weiß ich nicht. Wenn die safe ist. Wäre richtig geil, wenn sie an der Wand stellt und das Boot an die Wand schießt und sie jetzt in die Wand gesetzt. Es bleiben noch 10. Nachladen! Haben wir schon irgendwie noch Wände oder so? Ich nicht. Nee, ich hab keine mehr. Ich hab auch keine mehr, okay, ich gehe hoch. Aber noch viel. Ja, ich bin mir aufgefallen, deswegen fahr ich schon nochmal. Alter. Kenny, ich save dich mal hier hinten. Putz. So, jetzt kann dir nichts passieren, wenn du in den Raum gehst. Was soll der von mir? Diesen kleinen Raum. Hm, was soll ich mal aufmachen? Er macht auf. Lauf. Er ist dumm. Ich mach ganz böse. Ich gehe unten in die Garage. Ja, die sind unten. So, mal gucken, wie es läuft. Ich bin jetzt nicht mehr oben, ne? Also. Jetzt bräuchte ich ein ACOG. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Die Gegner sichern den Behälter. Yo, sie liegt. Sofort eingreifen. Die liegt neben mir. Oh, bitte krieg ich in den Blitzdraht, Alter. Nein, der Schildtyp kommt. Der Schildtyp kommt. Er kommt. Nein. Nein. Und die Banner liegt neben mir. Sie haben was? Raum drin. Und tschüss. Er hat mich ausgesperrt, ja. Leck mich. Ich hätte fast das Schild bekommen und dann kam der Rest. Guck hier. Ja, Brigade da. Nee, du kommst nicht rein. Der französische Türsteher hatte mal ein Schild mit dabei. Das kann ich auch. So, lass zeigen. Tür stehen. Ach, geht die so, ja, wir sind wenigstens nicht gestorben, wenn wir auch verloren haben. Ja, stimmt. Ich bin nicht gestorben. Das ist wahr. Du warst nicht mal eine Kakerlake, wenn du verstehst, was ich meine. Die Tür hat die Termite, die Unsterbliche. Was hat mir dafür Zeiten? Das den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Schuhe. Ich glaube, ich hab sie. Ja, hab sie. Keine Ahnung. Nein! Er blitzt! Ja, und die haben eine guten Shotgun. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Nee, das ist FBI. Es gab irgendeiner auf YouTube, der hat. Sure. Die haben Rang gespielt und der hat immer Doc gespielt. Und immer wenn es 4-4 stand, die haben immer Bereich sicher gespielt. Und wenn es 4-4 stand und der den gedownt hatte im Raum, hat er den mit Doc, hat er den, die haben auf dem PC gespielt, hat er den unten angeschrieben. Ja, nochmal, also hat er dem halt geschrieben, ja, lass mal nochmal machen. Hat ihn geheilt und dann haben die, der hat ihm gesagt, er soll rausgehen, da ist der Angreifer rausgegangen, der hat ihn geheilt. Und dann haben die nochmal gemacht.
Und das hat er bis jetzt dreimal gemacht, hat zweimal gewonnen. Und das dritte Mal hat er verloren. Warte, ich mach den, ich versuche unten aufzumachen, wenn ihr mir sagt, wo die sind. Gehen wir langsam weiter! Geh die wo? Den Behälter sichern. Geh rein! Ich seh im Raum keinen. Ist okay noch drin? Luke. Ich bin blind! Was? Echo! Lol. Ich hab den. Puls ist vor mir! Ich will immer noch nix! Ich bin immer noch gedingst! Ich seh nix! Ich seh immer noch! Guck dir das Video an, wie ich hab den geeckt, hab ich den in den Headshot gedrückt, ne? Ich hab auch mal drauf geschossen, hab schnell Assist bekommen, ja. Ja, der Echo, von meiner Sicht aus ist Echo direkt voll in deine Bremse geraten und du schießt einfach irgendwie blind da rein. Ja, und dann fällt er so richtig dumm. Alter, seit wann ist Echo so. Warte. Nein, ja, alles gut. Nee. Nein, überall. Ich wechsle. Voyager Puls weggeknallt, ne? Das wäre so Premium gewesen. Oh, so. Dann Jaws Lutsch. Ach, schade. Ich hab echt gar nichts gesehen. Das ist Kamera an. Sollte die eigentlich wegnehmen? Jetzt hab ich dieselbe Scheiße. Ich dachte, du wartest jetzt bis zum Schluss, bis du die nimmst, weil das. Ah, nein. Ah, ist dich getrollt. Oh. Den armen Kitty, der ist ganz Alter. Ich wollte irgendwas mit ACOG, aber das Geile war alles schon weg. Und Wook wollte ich nicht spielen. Obwohl, entweder Wook oder. Wook oder Doc. Und dann hab ich dann gedacht, ich doch. Au! WTF! WTF! Wer war das denn? Der Jäger war das. Ja, ey. Das kann man mal richtig geil bei Erik ausnutzen. Der mal Doc gespielt hat, wenn ich immer Tisch getroffen hat. Ja, Erik, mach wieder voll. Du wahrscheinlich. Ja, die Sache ist, bevor du kommst wahrscheinlich eh nicht nochmal dahin, weil du eh eher stirbst. Dann kannst du schon jetzt voll machen lassen. Ich warte jetzt mal vor der Tür, ne? Alter, komm, ich geh jetzt hoch, mache Wolfer, Schatz. Oh nein. Schild! Nicht schon wieder! Vor mir! Wow. Blackbeard und Ash hocken im Gang dahinter. Ich hab Probleme. Mann! Zum Thema, da ist ein Schild. Toll. Ja, es ist. Ja, was soll ich machen? Das Schild hat nicht zugebaut und Ash und Blackbeard haben den Gang abgegeben. Die Sache ist, wir waren mehr wie zwei. Ja. Blackbeard und Twitch waren ja auch noch. Blackbeard, Twitch und Ash waren noch. Ich bin noch ein paar mehr. Ich hab drei Assist, als ob ich fast nichts mehr hab. Hätte dein Quer abgesnackt, kann das sein? Letzter ist Treppe. Claymore! Nein! Ich dachte, das ist Capcan! Weil du schon an der Tür lag. Nein! Ich dachte, du siehst die. Und dann dachte ich mir, du machst die Lichtkeit an und denk mir, nein! Guck mal, ich hab die gesehen, aber das war ein roter Draht an der Tür. Da bist du, ja, easy, Capcan, alles cool. Ja, aber das waren 13. Wir haben gar keinen Capcan. Scheiße. Ja, das auch. Deswegen. Ein guter Fallniger weiß, was er tun muss. Jetzt geht sie wieder in der Ecke und nutzt wieder die Camps. Warte, pass auf. Das mach ich da gerade die ganze Zeit. Da der ist Karl er. Kommt. Oh, jetzt kann er rein. Ne, er ist oben. Ist oben. Luke ist sicher nicht safe. Kommt wieder. Instant Ping. Stirbt einfach. Warum geht unser. Warum will der mal gucken gehen? Lass uns doch einfach reinkommen. Na, wie geil, wie du ihn einfach mit jeder Camp verfolgen kannst. Das ist so ehrlich.
Da muss ich so verarschen, der Junge. Die ist dann schon wieder an der Cam, oder? Ich kill den trotzdem noch. Die ist an der Cam. Ich guck dir meine gerade an. So Dummheit. Flick. Ja, wahrscheinlich. Unrealistisch. Nicht möglich. Ich stand da voneinander. Hä? Als ob. Kassiert. Matchball. Angreifer. Matchball. Angreifer. Jetzt geht's los. Nochmal IQ hier. Ob ich wieder blind feier jemanden einen Headshot drück. Ey, komm, das waren sonst immer meine Hacks. Geeckt, der kommt reingerannt, um mich wegzuholen. Und ich drück den trotzdem eiskalt Headshot. Der tut mir irgendwie so leid. Vor allem, ne, wo bis Puls tot war, war ich immer noch. Ich habe immer noch nichts gesehen. Der hat mich nur einmal. Das hält ja dauerhaft fast an. Ich war am Raum, bin durch das Bandit-Gelumpe reingerannt und war fast tot. Also ich wär gestorben, weil ich einfach nur auf den Puls gegangen bin. Also irgendwie war das lustiger als Hibana und wie hieß der? Echo kam. Also als die rauskam, haben wir irgendwie öfters da mit denen gespielt und haben uns viel mehr dafür interessiert, was die machen. Irgendwie bei Schakal und bei Mira war es so, ja, die macht Fenster cool und der kann Fußsprung scannen. Weil es halt nicht aber mehr geil Echo war. Aber bei Echo bin ich halt Echo immer übelst abgegangen. Bei Echo und Hibana war das sehr, wir sind ja alle im Velvet Shell-Ding mit Capitao und Cavera eingegangen. Für uns waren die ja nicht neu. Und das waren für uns die ersten neuen Operator. Ja, so. Und da wir das Spiel irgendwie größer bei den Operator. Da wir uns jetzt nicht mehr so. Der Hype bei den zwei ist auf jeden Fall nicht da. Boah. Alles. Wahrscheinlich sniped er den. Ich sehe das bloß und denke bloß, ich hab keinen Visier, ich bin so am Arsch. Hallo. Töt ihn doch, Class, Mann. Nein! Knife Challenge. Nicht sein Ernst, der frisst. Er hat noch vielleicht 10 La. Nö. Ich bin verarscht. Mann. Ich will gewinnen hier die Runde. Jetzt nochmal zur Echo-Dings-Geschichte. Ich fand auch die Fähigkeiten sinnlos, wenn ich ganz ehrlich bin. Welche? Beide. Also, das mit den Fenstern okay. Kann man auch gut kontern und das mit, Die Fußspuren halt ist halt einfach. Es ist irgendwie so Basiskram gewesen und du denkst, ja, du kannst das nicht so geil over nutzen, wie zum Beispiel Blackbeard, das Schild, was damals tausende Schüsse ausgehalten hat, oder Jäger geht auf den Haufen. Oder extra Cam, so eine Cam, die andere betäubt, oder halt einen weiteren Öffner. Im Raum ist keiner, hier kann einer Warbang. Oh Gott, oh Gott! Oh, ich hab nachgeladen, stimmt. Du musst ja immer den Vergleich dazu ziehen, was es schon gab und was halt von Nutzen war und was, ne? Töte ihn doch! Da drin, Focke, hinter dem Tisch. Da hat er gegampft. Guck dir das an. Hallo? Und tschüss. Erstmal einlegen. Kurzer Prozess, mein einziger Kill in dem Match, Bitches. Yeah. Okay, ich würde sagen, hiermit endet die Folge von Rainbow Six. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und tschüss.